Eine Herzdruckmassage ist eine eigentlich ganz einfache und kinderleichte Maßnahme. Man drückt den Brustkorb des Patienten zusammen mit einer Frequenz von ungefähr 100 pro Minute. Was bewirkt man dadurch? Man hat eine Art von minimalem Kreislauf, in dem man das Herz zusammendrückt und dadurch eben Blut aus dem Herzen heraus befördert in den Kreislauf, also auch eine Durchblutung des Gehirns beispielsweise und anderer lebenswichtiger Organe dadurch bewerkstelligt, wieder kinderleicht. Man drückt den Brustkorb des Patienten zusammen und befördert dadurch Blut aus dem Herzen in die großen Gefäße, in den Kreislauf.